Ey, geil, der hat ein Heatpack. Die Zombies auch noch alle was dabei haben. Ey, der hat eine. Alter, da unten sind auch Zombies. Granate. Renari! Ey, Leute, die haben wirklich alle da was dabei. Ja, der hat nur eine leere Dose, Mann. Naja, ne? Ey, was ist denn das für ein beschissener Turm? Ach, im ganzen Ernst. Ab und ey, der ist echt gut, ey. Ja, der ist auch nicht so lang und... Wir müssen unbedingt mal wieder Command & Conquer spielen. Ja, finde ich auch mal gut. Wo ich meine Einheiten da versteckt hab. Oh, war echt witzig. Das ist ein witziges Spiel. Auch wenn Kevin immer gewinnt. Ja, weil die Taktik. Du bist halt der Taktiker. Oh, die Thumbnail hast du auch cool hingekriegt. Ja, die hab ich mal eben so zusammengeklatscht. Hau alles rein, was geht. Fertig, der Kack. So, jetzt kriege ich ein bisschen Spaß, weil ich eine Waffe habe. Warum kann ich jetzt... Achso, ich dachte schon. Ah ja, ich wollte DayZ spielen. Ja, ja, das war also eigentlich der Plan von der Stunde. Seit, aber nur so seit vorhin. Boah, haben wir noch nicht lange abgenommen. Muss ich kurz auch... Ja, aber ist, ich kann nicht früher da weg. Da weg. Das Einzige, was ich mir vorstellen kann, ist so ein Keller, wo er festgehalten wird. Muss ich dir das ja noch mit dem Taxifahrer erzählen? Also, wir haben ewig lange auf ein Taxi gewartet und dann kam kein Taxi und dann dachten wir so, ja, ich gehe zum nächsten Taxi wieder hingegangen und dann war das so ein russischer Taxifahrer, ne? Und dann hat der erstmal übelst mit mir gelabert, so, ja, wo kommt ihr her und so und ich hab noch ein Subunternehmen und so eine Scheiße, ne? Ich dachte so, Alter, was will der von mir, ne? Das sind Taxifahrer, die erzählen dann öfter mal ordentlich Geschichten. Ja, aber die ich gefragt habe, die hat gesagt, ne, ich warte hier auf wen anders und hat mich übelst voll gelabert, Alter. Ich dachte, was ist das denn für eine Ho-Way? Ich warte hier auf wen anders. Hier feuert einer mit dem Revolver rum, den hole ich mir jetzt. Revolver! Oh, meine Steuerung ist schon wieder verglitscht, Mann, ich hasse das. Oh. Trauriger Boy, du. Ja, ist oh doch, boy. Ist doch auch hardcore gay. Und warum liegt der AC-130 da? AC-130. Und dass er dich jetzt zugelabert hat, war jetzt so der Storyplot? Nee, ich weiß nicht mehr, was er gelabert hat. Oh, scheiße, lauf, du dummer Hund. Auf jeden Fall hat er übelst wie so ein Russe gesprochen. Was Russen halt so tun, ne? Wie so ein richtig, und der hat sich übelst gefeiert, dass er einen Passat als Taxiwagen hat. Wieso mal ein Passat hier? Und dann hat er mir seine Nummer gegeben, dass ich ihm nächstes Mal anrufe, wenn ich dann mal wieder ein Taxi brauche. Ja, das ist doch nett. Kann er mich wieder mit seinem coolen Passat abholen. Der steht jetzt immer für dich parat. Ah, der ist wie Rangit von ja, Torbjörn. Ja, genau. Okay. Ey, ihr spielt auf D881, ne? Das ist korrekt. Wo denn sonst? Normalo. Aber immerhin, aber gut, dass du nachfragst. Warum ist denn der so leer? Weiß ich nicht. Haben wir uns auch gewonnen. Wo wir angefangen haben, war der voll. Da haben sich welche beschwert, dass der Server gerestartet werden soll. Aber dann haben wir mal gefragt, wieso? Ich hab keine Probleme hier eigentlich. Oh Gott, was tue ich, Alter? Ich hab eine Bad Version. Wurde irgendwas geupdatet? Ja. Arma-Version ist geupdatet. Ach so. Kannst du nicht lesen, oder? Aber das kann kein Grund sein, dass die Leute hier nicht drin spielen. Das glaube ich aber auch nicht. Das ist eine Arma-Version, die dauert 5 Sekunden, die zu installieren. Geil! Alter, wie geil! Ich hab gleich eine AK gefunden, ne, mit so einem Granatwerfer und gleich daneben in dem nächsten Loot-Ding-Sie liegen dann Granaten für das Ding. Toll, habe ich auch gerade. Ich habe die M4A1 mit Holovisier, hab dann daneben gleich eine Granate, also eine Rauchgranate mit Zombie für gefunden. Was ist denn das? Ja, danke für deine Aufmerksamkeit. Hey, das ist eine AK-107. Vielleicht nehme ich aber auch die. Oder? Jetzt habe ich zwei riesige Granaten. Ne, die behalte ich erstmal. Du hast zwei riesige Granaten. Ja, genau! Gut, dass Pascal versteht, was ich meine. Oh yeah. Das ist das Erste, was mir eingefallen ist. Wisst ihr Bescheid, ne? Ich habe zwei riesige Granaten. Wieso nehme ich eigentlich nicht das AK-Magazin mit, dich dummer Hund? Weil du ein dummer Hund bist. Ah, ich muss schon wieder austreten, ey. Du musst auf Toilette? Nee, das muss ich nicht. Was ist das? Wieso auf Toilette, ey? Austreten. Austreten muss ich, ja. Ja, das heißt, ist doch ein Synonym für auf Toilette gehen, oder nicht? Nee, ich gehe dann immer raus und trete dann einmal irgendeinen Passanten ein. Und dann gehe ich wieder rein. Also, ich musste letztens auch übelst, also ich bin ja die ganze nochmal durchgegangen, um so zu gucken. Und den Witz da mit dem Kontergarnkill, wo du gesagt hast, die konnte da gar nichts für.
Den fand ich ziemlich witzig. Den fanden auch andere ziemlich witzig, als ich gestern erzählt habe. Ah, der konnte da gar nichts für. Hier hat gerade irgendwer gefeuert, ich hab ein bisschen Angst. Feuer, Feuer, Feuer. Gespielt einer drin, der heißt Sahne. Oh ja. Kennst du den Schauspieler John Goodman? Ich hab mal gehört den Namen, aber ja, ich kann den Namen nicht so, mit Gesicht kombinieren. Das ist so ein Dickerer, der so aussieht wie so ein richtiger Amerikaner. So wie jeder Amerikaner? Ja, aber wenn du den siehst, dann kennst du den auf jeden Fall. Das ist so ein... Wahrscheinlich, ja. Oh, der wird gespielt. Der spielt auch bei Hangover 3 mit. Ach so, du meinst diesen fetten Typen, mit der... Ja, den fetten Typen halt. Nein, nicht den... nicht Alan. Nee, den nicht. Diesen anderen. Der in Argo auch mitspielt, aber du hast Argo ja nicht gesehen. Ja, okay. Stimmt. Doch, ich hab Argo gesehen. Ach, du hast Argo gesehen, okay. Den hab ich mit deinem Vater geguckt. Okay. So läuft das hier also. Ja. Was kann ich, wenn ich mir meinen Vater abschiffig mache? Abschüppeln. Ja, da war ich sogar noch mit dem Einkaufen an dem Tag. Oh, das ist ja süß. Wir hatten einen richtig schönen gemeinsamen Tag. Ich wette, du hast doch noch mit ihm gekuschelt. Geschlafen habe ich mit ihm. Oh mein Gott! Jetzt kommt alles raus. Alter, ey. Weil irgendwann musst du auch aufhören. Irgendwo gibt's auch Grenzen. Nope. Ach, Grenzen gibt's schon lange nicht mehr. Warte, hier bin das ich gerade relativ safe. Ich werde mich mal eben verpieseln. Juhu! Wo ist denn der hin? Verpieseln. Und am Dienstag, da waren ja noch Ferien und da kam um eins, was das da für ein Film kam, Godzilla auf ProSieben. Also natürlich angeschaut, ne? Ich bin aufgewacht, also um eins. Und du hast den Scheiß angeguckt, oder was? Ja. Oh Mann, ey. Das ist der Film meiner Kindheit. Das spiegelt deine Kindheit wieder. Ja. Ja. Guck, da kommt ja wieder der Allo Akbar. Hab ich dir ja schon erzählt, Kevin, mit dem... Warte mal. Also einer hat mich angeschrieben, ne? Und ich hatte mich so... hat so geschrieben, dass ich ihm was kaufen soll bei eBay, ne? Also ja, ich guck mal, ne? Und weißt du, was er mir dann für einen Link geschickt hat? Von was für ein Produkt? Von Hardcore-Anabolikern. Und der war 15. Ja, die Jugend. Die Nuttenbumser. Nee, die bumsen bestimmt keine Nutten. Alter, was ist denn das hier? Ist das hier Engine Town oder was? Der bricht die mit zwei Fingern, bricht er die auseinander, weil der so stark ist. Die Nutten bricht er auseinander? Oder die Hardcore-Anaboliker? Fragen, ob jetzt noch einer rumluschert oder nicht. Ich hab dieses komische. Höhle, nicht ein Toter. Aus dem Überraschungsei immer noch nicht zusammengebaut. Diesen Frosch, der über die Stange springt. Mach das mal lieber. Du solltest jetzt hier offline gehen und dich erstmal damit beschäftigen. Deswegen hat er es die Pöbel geschafft. Der musste das Überraschungsei aufbauen. Er hat da so lange dran gesessen, aber er ist immer gescheitert. wieder nicht. Ja, ich finde das voll schwer, das Überraschungsei aufzumachen, ohne dass man da irgendwas abbricht. Für ein Bimbo. Und du bist wirklich sehr feinmotorisch anscheinend. Er nimmt das in die Hand. Er nimmt das so in die ganze Hand so und drückt dann einfach so. Ja. Knack. Und dann weint er wie so ein kleines Kind. Also ich renne jetzt nach Vokuta rein. Da ist ein Typ. Gut, dass ich unten in diesem Bunker drin bin. Fuck, richtig sicher. Jetzt verfehlt, ich bin da gespawnt und neben mir stand direkt ein Typ, der mich mit einer Seige abgeschossen hat. Alter, wie viele Tote liegen hier? Das ist voll der Massenmörder, der Typ. Ich geh nochmal raus und wieder rein. Dann kann man nämlich von oben in den Bunker nochmal in die einzigen Gänge gucken, ob da jemand drin ist. Haha, du verkackter Cheater. Ohne Witz. Was ist denn das für eine Nummer? Dann merkt er sich das alles, ne? Wenn es runterfliegt. Ich hol mir den Wichser jetzt. Ich hab hier sowieso nichts zu verlieren. Ich bin ja nicht in eurer Nähe. Obwohl, rein theoretisch bin ich in Pascal seiner Nähe. Ich werde sowieso erschossen, wenn ich da hochgehe. Naja, Kevin hat's sogar überlebt. Er hat einen abgesnackt und ist rausgekommen. Mhm. Der ist genau neben mir gespawnt, hat mich abgeschossen und dann habe ich den aber noch gesnackt gekriegt. War nicht voll ganz nice. Voll ganz nice, auf jeden Fall. Wurde ich auch noch geschlagen von einem Zombie. Geschlagen von deinem Vater? Zombie.
Scheiße, weißt du, was ich hätte machen sollen? Ich hätte eine Granate feuern sollen. Granate. Hast gestern Staffelfinale von Walking Dead gesehen? Ach, das könnte ich mir irgendwann vielleicht heute Abend noch reinziehen, mal gucken. Ich hab's gestern gesehen. Gestern Morgen schon gleich angeguckt, direkt nachdem ich aufgestanden bin. Das ist nötig, ey. Verrückt. Hey, ich war da richtig heiß drauf. Haben wir die anderen Folgen schon geguckt? Ich weiß nicht, ob du die vorletzte schon geguckt hast. Ich auf jeden Fall. Toll. 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 Toll, toll, so, erstmal die Granate durchladen. Nein, nein, nein. Nein! Ich kenne leider dieses Haus nicht. Ich weiß nicht, ob man nur über die Außenleiter draufkommt. Du kennst mein Haus nicht. Ich weiß, wo dein Haus wohnt. Ich weiß, wo dein Haus wohnt. Das habe ich ewig nicht gehört, eigentlich. Ja, von wem denn auch? Ich weiß nicht, sonst hat man das öfter mal irgendwie in öfter das mal. Weiß ich für den nee, Kontext nee, gehört. Nee. Hundertprozentig nicht. Nee. Echt nicht? Nee. Weißt du, wo dein Haus wohnt? Alter Mann, ich weiß nicht, was ich machen zurück. Soll. Ich bin halt ein Kind der 90er, ne? Bin ich so richtiger 90er, ne? Der denkt auch noch, Afros wären in und na, eigentlich sind die schon wieder in. Afros waren in den 90ern nicht in. Denn nicht. Oh, nicht im Ernst. Also, das, ne? hast du das Bild gesehen, was ich dir geschickt habe, Kevin? Das habe ich auch in die Dropbox reingepackt. Oh, nicht im Ernst, gesehen. Alter. Das hast du im Moment davor. Warum auch schon verglitscht meine Wix-Dreck-Story? Steuerung immer wieder. Deine Story? Meine Story verglitscht immer wieder. Moment, sag mal kurz durch. The story of my life. Danke, dass ihr ruhig seid, aber ist schon okay. Denn hast du das gesehen, dass ich in die Dropbox reingepackt habe, dieses Bild? Nö. Oh. Ja, wenn Dropbox mir das nicht sagt, dann guck ich da auch nicht rein. Wie sagt denn? Guck rein, du Ash. Du Ash? Ash Ketchum und Ash Ketchums Freund Ketchum, die Ketchup-Flasche. Dein bester Freund ist Rocco. Mann, bist du dumm, ey. Rocco? Nee, die hassen sich in Wirklichkeit. Die haben sich nur ganz kurz gehasst, als sie ihren Kampf ausgeführt haben. Und dann waren sie so verliebt. Weil sie beide gleich gut wären, sagen die. Beide gleich gut. Waren die beide gleich gut? Ich weiß es gar nicht. Keine Ahnung, ich weiß gar nicht, was ich hier gerade laber, aber ist egal. Rocco. Der hat auf jeden Fall Schlitzaugen. Hatte der, ja stimmt. Richtig schöne Schlitzis hat der. Okay, Schlitz. Typ ist auf jeden Fall nicht mehr auf dem Dach anscheinend. Hier ist ein tschechisches Backpack. Jetzt brauche ich nur Klamotte und dann habe ich eigentlich wieder alles. Jetzt habe ich ein bisschen Angst. Eine Klamotte? Eine Motte. Eine geile Klamotte. Hier liegen voll viele AKs unten, ey. Ja, da liegt ja allgemein von allen immer ganz viel. Geht eigentlich, so hier liegen voll viele AKs immer. Wenn Fressen hier rumliegt, nehme ich einfach mal alles mit. Verdammt, wo ist der Wichser? Überall sein. Der Rocco? Wenn er ausgelockt ist, ne, dann ist der Hardcore gay auf jeden Fall. M4A3 CCO, ey. Hammerfett, aber ich keine Munition für. Ich hab zwei Munition dafür. Zwei? Ja, zwei Munition. Bei Geld? Ich hab zweimal SD-Munition. Für Stanak. Stanak. Hallo, ich bin der Rini, ich hab Stanak. Okay, irgendwer ist diesen Berg da hochgelaufen. Ich bin René und ich hab Durchfall. Story of my life auf jeden Fall, ne? Dünnfall halt, ne? Dünnfall und Durchschiss. Ich kann nichts, ich hab nur einfach Durchfall. Damit verdiene ich mein Geld. Ich hab kräftigen Durchfall. Ja. Oh Mann, ich dachte, ich könnte mir jetzt einen harten Fight liefern und der Schwanz nicht haut einfach erschrecken, ab. Nicht erschrecken, ich gehe jetzt noch jetzt hoch. Hallo! Versuchst du gerade männlich zu wirken? Nee. Das funktioniert nicht, wenn du gleich trotzdem wie eine Frau schreist. Hallo! Hallo! Hallo, wenn dir da oben einer mit seinem Penis ins Gesicht schlägt. Hat er nicht, ich bin oben. Alter, der Sauschwein. Jetzt musst du auch nur noch durch diesen Tunnel rauskommen. Sauschwein. Sauschwein. Durch was für ein Tunnel? Ja, du musst ja erstmal aus dem Bunker raus. Ja, bin ich doch schon. Ist er doch. Ja, wie schnell du bist. Ich dachte, er ist nur die Leiter hoch. Lol, das Mountain Dew. Ich hab Flash Gordon. Bist du richtig schnell? Ja. Dass man so gut Mindest ist. Ist Flash. Wo soll ich denn jetzt hinrennen? I'm knocked out and bleeding. Schön für ihn.
Ja, das ist dein Problem. Keine Ahnung, ich chill gerade in Wakuta und hab Angst um mein Leben. Wo soll ich jetzt hinrennen? Ich bin... ja, das ist eine gute Frage. Wir könnten uns irgendwo treffen. Oh ja. Und treffen wir uns? Ich bin nämlich... Ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll. Da, wo wir den Ural reparieren wollten, aber dann durch irgendeinen Zombie-Sturm gestorben sind. Ach da, ja, ich weiß, was ist. Ja. Ey, wie viele Tote hier sind, das geht mal gar nicht klar. Was hat denn der für eine Waffe? Hallo, hallo. Hallo, hallo. ganz genau, das war mein Gedankengang dazu. Ja, so sehe ich das auch. Ich mache jetzt auch geheim immer so Lieder mache ich jetzt immer selber mit dem Mikro. So wie Heine. Ja. Nur besser. Oh ja. So wie Tiger 10 HB. Also wieso? Ah, da wesentlich schlechter, ne? Nee, der hat ja auch die übelsten Improvisations-Rhymes drauf. Nein, ja. Der lernt das auch gar nicht, der konnte das schon. Der hat halt den Skill, ne? Oder wo er ihn gedisst hat, so, du bist eine Pflaume. oder der härteste Line war immer noch, Sido und Bushido sind viel besser als du. Das ist sowieso das Schlimmste. So tief möchte ich nie sinken. Jetzt fresse ich einmal Bushido ist ein Kanake, nach meiner Meinung. Aber Sido ist ja jetzt ein ganz normaler Sänger eigentlich. Den kann man ja eigentlich nicht mehr als Gangster-Rapper. Ja, nee, der ist jetzt der ist jetzt auch, der hat seinen geistigen Zustand eines 12-Jährigen erreicht. Der ist ja jetzt auch Vater geworden letztens. Vater von 28 Kindern. Ja, der hat da allen persönlich eine Totenkopfmaske auf ins Gesicht genagelt. Eine Totgeburt hat er den ins Gesicht geschmissen. Nee. Ich komme jetzt mal, also ich laufe jetzt Richtung A2. Oh, totgeburt. Ja, A2, da komme ich doch her. Ja, lauf mal, ja, weiß ich nicht. Ich habe dir ja gesagt, wo ich bin. Auch, weißt du, wo das ist? Ja, du bist da, wo wir den Ural repariert haben. Ja. 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 Weißt du, in welche Richtung du da laufen musst? Ja. Nein. Ich weiß ganz genau, wo das ist. Vielleicht treffen wir uns auf dem Weg. Oh, treffen wir uns? Ja, aber nicht, dass wir aneinander vorbeilaufen. Ich bin so ziemlich neben der Straße jetzt gerade. Ja, ich muss da jetzt gerade erstmal hinrennen. Bin jetzt gleich hier bei dem Wald angekommen. Ja, echt? Cool. Oh. Dein Maul. Dann. Entschuldigung, ich hab Tourette. Jetzt muss ich aufpassen, dass ich nicht so dumm bin und falsch laufe. Ja, du musst ja nicht. Schwanz! Was? Schwanz! Scheiße, ich weiß nicht, wo ich bin, aber darauf zurückzukommen, was ich bei diesen Typen gefunden habe. Ich hatte einen Ping von 1513. Oh, was? Alter Schwede. Ich bin noch nie einem Tourette-Kranken begegnet. In echt. Nein. Ich glaube, ich bin doch mal ein bisschen auf die Suche nach Tourette-Gabi machen. Wenn die Tourette-krank sind, ne, fängt das dann erst später an oder hat man das schon sein ganzes Leben? Weil wenn die so Leben. Die müssen ja diese Worte, muss man doch erstmal kennenlernen, oder nicht? Was sagen die denn, wenn die zwei sind? Als erstes, stimmt, ich habe noch nie ein Kind gesehen, was Tourette hat. Mama Schwanzlutscher. Rennst du da? Weiß ich nicht, lauf an der Straße. Ja, du bist gerade an mir vorbeigerannt, du Spasti. Ach, da bist du. Gebüsch. Dreckiger Camper, hast du nur auf mich gewartet. Guck mal, was ich für eine geile AK hab hier. Geil. Ah, die hätte ich auch mal. Geil. Ich weiß zwar wieder nicht, wie das Zielfernrohr funktioniert, aber geil, ey. Wo wollen wir hin? Ja, das ist die Frage. Zu dieser Küstenbasis? Da war ich gerade schon. Wo seid ihr denn jetzt, Mädels? Wollen wir es vielleicht sogar mal wagen, oben auf den Turm?